Hi Leute, herzlich willkommen zur nächsten Folge, zu meinem Let's Play vom Spiel City Skylines. Ja, in der letzten Folge habe ich hier mal das Gewerbegebiet so ein bisschen ausgebaut, Straßen und ja, andere Verkehrsmittel hinzugefügt. Offscreen habe ich hier noch eine Buslinie eingefügt und U-Bahn habe ich glaube ich auch offscreen gemacht. Oder nicht? Egal, weiß es gar nicht. Auf jeden Fall, ich habe gesehen, als ich hier gerade die Stadt gestartet habe, hier, Heizungsverfügbarkeit, das war schon knapp im roten Bereich. Hier dieses ganze Viertel war nicht geheizt und ja, ich würde sagen, da muss ich was machen. Oh, hier muss ich ausmachen, hier ist auch nicht geheizt. Ja, ist hier auch geheizt, sehr gut. Ich brauche ein Geothermie-Heizkraftwerk. Was wir hier, das ist kleiner, okay, aber das ist größer. Hat aber mehr Leistung. Hat alles seine Vor- und Nachteile. Hier wäre ein guter Platz, würde ich sagen. So irgendwie, so. Ja, reise ich aber zuvor. Ja, machen wir so irgendwie. So, vielleicht ein bisschen nach unten, so in die Gegend. Na, mach nicht. So geht's aber. Perfekt. So, Strom. Stromleitung kann ich eh vergessen. Weg. Halt. Strom. Jawohl. Jetzt kommt hier natürlich noch eine Anbindung. Ich mache das immer so ein bisschen stylisch. So und so. Und dann hier so. Müsste ausreichen. Jawohl, die Werte steigen wieder. Alles gut, alles gut. Okay, hier haben wir ein kleines Müllproblem, sehe ich gerade. Müllverbrennungsstatus. War vielleicht noch ein Müllkraftwerk hier in der Gegend. Ah, schade, hier passt nicht rein. Hier passt es auch nicht rein. Das ist schon ein Müllkraftwerk. Na, Moment, das machen wir anders. Das verschiebe ich dann nach rechts. Das verschiebe ich dann nach rechts. Und das verschiebe ich daher. Perfekt. Jawohl. Ah, hier, eisenbahnmäßig ist auch schon was los. Da starten sich schon die Züge. Die staunen sich. Bis daher. Okay. Wollen die alle hierher oder nicht? Ein paar hier eine Umfahrung. Dass die Züge quasi hier so, also rausfahren können und dann hier irgendwie wieder auf den normalen Schienenkreislauf. Vielleicht hier so eine Weiche einbauen. Ich habe in der Folge eigentlich was ganz anderes vorgehabt. Aber egal. Um sowas muss ich mich auch kümmern als Bürgermeister dieser Stadt. Schade, es geht das nicht. Hier im Kanal kann ich auch keine Straßen bauen. Warum nicht? Unterirdisch will ich es auch nicht bauen, denn es schaut ein bisschen komisch aus. Hier hinten gibt es hier Staus. Wo ist denn hier der Bahnhof? Da ist ein Güterbahnhof. Hier gibt es keine Staus. Ah, ich würde gerne hier über den Kanal drüber. Versuchen wir es ein bisschen anders da. Vielleicht so. Vielleicht gerade. Gewerbegebiet oder hier wäre ein Gewerbegebiet. Hier wäre es ideal. Hier wäre es ideal. Da gehen wir eine Stufe höher. Geht auch nicht. Schade.
Ich glaube kaum, dass hier die Züge diese Straße benutzen, diese Straße, dieses Gleis benutzen würden. Okay, geht nicht. Versuch was anderes. Dann ist er weg. Dann sind wir, halt. Sind wir hier, dann gehe ich hier schon mal ein bisschen. Rum. Was ist denn da los? Verzieht sich mal den Cursor. Wir sind jetzt schon ein bisschen, kleines bisschen nach oben gegangen. hier ist auch ein Kanal entlang. Das wär richtig gut. Ich komme über den Kanal nicht drüber, denn. Egal, dann lasse ich so, wie es ist. Dann muss ich einfach mit der Schiene leben. Auch wenn es hier jetzt endlos lange Staus gibt. Ja, die werden schon wieder kürzer. Die werden schon wieder kürzer. Ja gut, dann würde ich gerne hier den Flughafen hinbauen. Und zwar Flughafen finde ich hier. Okay, der ist viel zu groß. Ja, den da. Ja. Ich muss überlegen, wie ich jetzt hier die Straße entlang führe. Ich hätte schon eine Idee. Das reiße ich weg. Dann gehe ich direkt von hier. Steht hier halt so eine komische Kurve. Aber das. Ja, es muss sein. Mal schauen, ob das geht. Halt. Das machen wir anders. Dann nehme ich diese. Und jetzt gehe ich hier einfach mal ein Stück gerade. Ups. Ja, so wollte ich es machen. Das ist wie so ein komischer Knick. Das machen wir anders. Und zwar gehe ich von hier. Erstmal hierher. Naja. Machen wir anders. Noch anders als anders. mache ich so. Und hier. Spiel kurz anhalten. Perfekt, so machen wir das. Dieses Schneckenhaus. Aber das passt dann so. Oder wird passen, sagen wir es einfach so, wie es ist. Flughafen. Nein, schade, es passt da nicht hin. Okay. Ich habe schon das Problem entdeckt. Ich muss. Ups. Straße. Was hier die Straße? Erstmal die Straße hier so hin. So. Dann der Flughafen. Ha, perfekt. So wird's gehen. Unser Flughafen. Direkt an der Autobahn. Jetzt kann ich hier noch ein Stück gerade gehen. Bis daher, genau. Jetzt ziehe ich hier die Straße so ein bisschen so rüber. Hast du mir über den Knick? Schade. Ja, dann machen wir so. Haha. Ideal. So, jetzt kann ich auch hier. Halt. Hier. Machen wir so. Naja. Das war der ganze Verkehr jetzt hier durch das Wohngebiet durchgeleitet. Oder ich. Nehmen von hier. Das wäre eine Idee. Ich gehe hierher. Mach das mal weg. Ja, kann man lassen. Genau, und zum Ausgleich wäre ich hier auch eine Verbindung schaffen, und zwar eine Einbahnstraße, dass die Fahrzeuge nur von, von,
vom Flughafen aus kommend hier in das Gebiet reinfahren können, jedoch nicht zurück. Sie müssen quasi hier dann diesen Straßenbereich benutzen und ja, ich denke, das funktioniert so ganz gut. Hier der Flughafen direkt am Meer. Soll ich denn so lassen? Eigentlich, ja, ein bisschen hätte ich noch drehen können, das Ganze. Kleines bisschen. Das ist die Frage, wie weit? Diese Straße brauche ich, genau. Okay, es hat da keine Anbindung, ist schon klar, ist schon klar. Nee, auch nicht. Würde gerne so haben, dass er parallel zum Flussufer ist. Dann müsste theoretisch so stehen. Hä? Warum geht das nicht? Gefälle zu steil. Welches Gefälle? Warum? Da ist doch kein Gefälle. Komischer Flughafen. Vielleicht kann ich das Terrain ein bisschen Gelände ändern. Gelände einheben. Kletten. Keine Ahnung, wie das geht. Huch. War das flacher oder steiler oder? Ah, Hilfe. Nee, hier soll es angerufen werden. Ups. Ah, so geht es. Ja, ich denke, das müsste reichen. Oder? Ha, hier geht's, hier geht's. Ah, halt schon. Na? Ich würde eher so ein bisschen nach vorne noch, aber hier ist das Ufer dann doch wieder zu steil. So, versuche Nummer 2. Oh. Kann ich hier das Gefälle, das Terrain anheben, ohne dass ich den Flughafen zerstöre? Hier müssen Flugzeuge direkt über die Autobahn. Und hier? Halt, hier muss ich nach oben. Aber es geht nicht. Außer ich kann anders Umsatzkosten. Was Straßennähe erforderlich? Ja, das weiß ich doch. Ist doch eine Straße. Ach, nervig. Egal. Reiß man ab. Muss ich das Terrain erst noch ein bisschen angleichen. Oder so. Ist es Kletten? Ah, so ist Kletten. Habe es schlimmer gemacht wahrscheinlich. Ah, hier geht es bergab. Ah. Okay. Ah, so rum. Ah, okay. Verstehe. So ein bisschen rausziehen das Ganze. So Terraforming mag ich normalerweise eigentlich gar nicht. Gefälle zu steil. Ach, komm. Vielleicht hier noch am Flussufer noch ein bisschen anheben. Halt, schon wieder falsch rum. Oh, das wird der richtige Erdwall angleichen.
So extrem ist es aber auch nicht, oder? Es geht. Ich habe wirklich noch nie Terraforming in den Spiel gemacht. Einmal so nur zum Spaß, also ausprobiert, weil es neu dazugekommen ist. So, jetzt muss der Flughafen passen. Ja, so lasse ich ihn auf jeden Fall. Schaut richtig gut aus. Ja gut, dann hier die Straße mal neu verbinden zum zum 10. Mal. Okay, machen wir hier so. Und hier so. Ja, Spiel kann weiterlaufen, würde ich mal sagen. Strom hat er nicht. Kriegt er, Wasser hat er. Strom, Strom, Strom. Ich würde mal sagen, wäre ich hier. Einfach alles, was hier bestehend ist. Gewerbegebiet mache. Bis zum Flughafen runter. Denn dann verbindet sich das automatisch. Hier ist noch Wohngebiet. Zack, zack. Hier zwischendrin werde ich noch ein paar Straßen einfügen müssen. Strom. Ja, ich will nicht lange daran, bis der Strom überspringt. Natürlich brauchen wir hier auch noch eine Busverbindung. Irgendwie. Huch, was hat denn der LKW gerade gemacht? Ui, ist klar, was da los ist. Voll die Sprungschanze für LKWs. Halt. Na, ich hasse das. Mann. So, jetzt aber. LKW findet wieder seine Fahrspur, hoffentlich. Jawohl. Hier, das ist jetzt einigermaßen angeglichen. Jawohl, die LKW fährt auch nochmal. So, wie schaut's aus mit Strom? Ja, dauert nicht mehr lange. Natürlich für einen Flughafen brauche ich auch eine Anbindung ans Bus- und Taxinetz. Deswegen habe ich mir jetzt gedacht, Taxi habe ich hier oben. Dann machen wir auch am besten hier einen Taxistand her, so gegenüber vom Flughafen. Wäre es, glaube ich, ideal. So, und damit auch hier die Leute von A nach B rüberlaufen können. Wie machen wir das? Okay, bringt gar nichts. Müsste hier Straße 6 Sprit machen, dass ein Zebrastreifen entsteht. Aber ich mache hier lieber mit Busstreifen. Genau, jetzt haben wir hier einen Zebrastreifen, hier und hier. Jetzt können die Leute zu Fuß rüberlaufen. So, lange wird es nicht mehr dauern. Ich könnte auch ein bisschen nachhelfen. Der Flughafen. Hier kommt Paradoxplatz hin. So. Es freuen sich alle. Oh. Ui, das ist alles knallrot. hier muss ich was machen. Machen, machen, machen. Ja, vielleicht hier noch ein Paradoxplatz rein. Zack. Weil zwar die Hälfte von den Gebäuden kaputt, was nicht gestanden sind. Egal. Ah, hier kommt eh Industriegebiet hin unten.
Die kriegen natürlich einen Park oder einen Platz mit Picknicktischen, genau. Da kann man auch mal zur Mittagspause mal sein T-Bone-Steak essen. Platz mit Bäumen. Ah, der wäre, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Ah, passt hier genau rein. Dann bauen wir auch dahin. Wenn er Strom hat. Jawohl, er hat Strom. Flughafen hat auch Strom. Ja gut, dann würde ich sagen, war es das für diese Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich werde offscreen natürlich U-Bahn und Buslinie hier irgendwie einbinden. Ja, und dann sehen wir uns in der nächsten Folge, würde ich sagen. Also macht es gut. Bis dann. Ciao.